sitzen wir hier. So, was machen wir? Wir schauen uns heute einen Klimadeckel an, den mir ein Abonnent letztes Jahr schon zugeschickt hat. Und ich hatte den auch im Test. Und ich wollte ihn unbedingt zeigen. Ich wollte ihn letztes Mal schon zeigen, aber ja, war mein Fehler. Warte mal, mein Mikro ist locker. Naja, passt. Ich wollte ihn letztes Mal schon zeigen, aber ich habe den auf einem anderen Volk gehabt und da bin ich da nicht hingekommen. Ja. Hätte ich extra fahren müssen und jetzt habe ich ihn extra geholt, weil der kommt jetzt dann wieder zurück auf das Volk. Der wird auch wieder verkabelt, weil es mich einfach interessiert. Immer der Vergleich. Ja. Man weiß ja nie, wann ist was besser, wenn man es nicht ausprobiert. Letztes Jahr hat er sich sehr gut geschlagen. Was ich aber nicht gemacht habe, ich habe ihn noch nie innen, ich habe noch nie aufgemacht und habe reingeschaut. Ich habe wirklich nur die Sensoren da reingeschoben und da unten reingeschoben. Also das Ganze besteht aus einem 18 mm Glockenbrett, nehme ich mal an. Das ist das bei uns 14,5er, ja, das sind bei uns die Windbretter, 14,5er Brett. Einfach ganz schlicht einen Rahmen zusammengeschraubt und unten eine, ja, wie heißt es, wie Schrankrückwände unten drunter. Dann hat er ein Gitter rein, weil da liegt keine Folie mehr auf, also nichts mehr. Das liegt so, wie es jetzt ist, so war das den ganzen Winter auf dem Volk. Ja. Was ich noch sagen muss, was ich gemacht habe, und das kann ich jedem nur empfehlen, egal welche Klimadeckel ihr verwendet, was so ein kleines Zuckerle ist, dass man das Ganze noch etwas optimiert. Das ist, wenn man hier ein Dichtband einlegt, so eine Art Kompriband. Ja? Weil dann hat man einfach die Luftzirkulation nicht mehr durch die Spalten. Das Dichtband gleicht die Unebenheiten aus und somit ist das Ganze ja, dicht. So, und jetzt schrauben wir das Ding mal auseinander, weil jetzt interessiert mich mal, was ist da drin. Er ist relativ schwer. Anhören tut er sich, wie wenn da Sägespäne mit drin sind. Ich hole euch mal einfach her. Wachsklärkeller, alles Mögliche wird hier drin gemacht. Jetzt hat er mich geärgert. Hier sind Kreuzschrauben drin. Da hat er gewechselt. Zwischen Torx und Kreuz. Ja, will es mir einfach nicht leicht machen. So. Das funktioniert so, wie es soll. Ah ja. Haha. Und er hat was ganz Entscheidendes. Ich sehe es schon. Bewusst oder unbewusst. Hat was ganz Entscheidendes richtig gemacht. Und jetzt weiß ich auch, wieso es so gut funktioniert hat. Das ist nämlich der meiste Fehler, das die meisten Leute machen. So, jetzt klappen wir mal hier auf. Er hat Hobelspäne genommen. Keine Sägespäne, Hobelspäne. Wow, jetzt hätte ich die Kamera beinahe umgetreten. Er hat hier Hobelspäne. Dann hier unten ist auch wieder das Vlies, gleicher Aufbau. Ja, das funktioniert. Ich sehe viele, die bauen sich sowas, so einen Aufsatz, mit Sägespäne. Sägespäne haben aber die Eigenschaft, dass die Sägespäne, die liegen zu dicht beisammen. So, dann kondensiert da drin das Wasser, weil ihr könnt euch sicher sein, egal was ihr baut, immer wenn ihr was mit Dämmung baut, ja, da gehe ich jetzt danach im Video gleich mal drauf ein. Das habe ich in einem anderen Video davor schon mal. Aber jetzt geht es mal explizit wirklich um Dämmung und Klimadeckel. Ja? Dann sind die Poren sind einfach so dicht zusammen, ja, dass die Feuchtigkeit sich da drin schön festsetzt. Und was ist der Nachteil davon? Durch das, dass das da drin dann feucht ist, isoliert es noch schlechter, aber es entsteht keine Durchlüftung mehr, weil da, wo die Luft durchzirkulieren könnte, ja, zum Austrocknen, das funktioniert nicht mehr. Aber mit
Hobelspänen funktioniert das sehr, sehr gut. Also, ja, jetzt wundert mich das nicht, weil ich habe ein bisschen Angst gehabt. Ich habe extra nicht reingeschaut und ich hätte gedacht, er hat da Sägespäne drin. Und ich habe mit ihm auch schon mal geschrieben, letztes Jahr glaube ich, weil ich hätte vermutet, also rein rechnerisch mit Sägenspänen, wäre der Deckel regelrecht abgesoffen und hätte da drin Schimmeln angefangen. Ja, man hätte es wahrscheinlich äußerlich nicht wirklich gesehen, aber wenn man dann zerlegt, hätte man es innen drin, hätte man es gesehen. Aber, ja, jetzt wundert mich nichts mehr. Das hast du wirklich gut gemacht. Ja, das hast du wirklich gut gemacht. Das, weil das funktioniert. Aber ich kann da sagen, du bräuchtest gar nicht so viel. Aber gut, dass ich das jetzt gesehen habe. Es funktioniert auch mit sehr viel mehr. Es reicht in der Regel so eine Schicht. So. Und da komme ich jetzt danach gleich aufs Video. Komme ich gleich drauf zurück. So, jetzt bauen wir das Ganze wieder zusammen. So, hochklappen das Ganze, dass wir es wieder klemmen. So. Das ist wirklich, er hat sehr lockere Materialien genommen. Im Prinzip, ich müsste es mal durchrechnen. Ich müsste es mal durchrechnen lassen vom Programm. Zu 100% kann man sowas nicht ganz berechnen, weil da spielt so viel mit ein von... So, jetzt pass mal auf, wo ist der Bit? So. So. Dann nehme ich euch mal mit rein und setze mich auf die Couch. Und dann gehen wir mal das Thema an. Eieiei. So. Wie fangen wir da jetzt am besten an? Wie fangen wir da am besten an? Das ist nämlich relativ schwierig für Laien zu erklären, ohne das gewisse Hintergrundwissen, das man im Prinzip klimatechnisch braucht, weil das System in allen Bereichen das gleiche ist. Ob das Bienen sind, ob das euer Haus ist, ob das meinetwegen Wohnwagen ist, ob das ein Auto ist, ob das... Ah, jetzt, Auto. Am Auto... Jeder von euch kennt es, wo beschlagen die Scheiben im Auto? Wo beschlagen die Scheiben? Oh mein Gott, oh, der war gut. Die im Auto beschlagen doch als allererstes die Scheiben. Ja? Und warum beschlagen die Scheiben da? Weil das der kälteste Punkt ist. Das ist der schlecht isolierteste Punkt. So, wenn ihr jetzt eure Beuten, egal was ihr für eine Beute habt, ja, ob das jetzt... wie soll ich es erklären, ob das jetzt eine Styroporbeute ist, ob das eine Holzbeute ist, ob das eine Goldbeute, eine Tadant, eine Zander, eine keine Ahnung was. Ich glaube, warte mal, also das, nee, passt schon. Egal, was ihr da habt, das ist überall dasselbe. So. Wenn wir jetzt einen Sägeberger nehmen, oder wir nehmen einen Mini Plus. So, wo ist der größte Vorteil an den Styroporbeuten? Ja, wo ist theoretisch der größte Vorteil? Der größte Vorteil ist nicht die hohe Isolierung an sich, sondern die gleichmäßige Isolierung. Das ist der größte Vorteil. Das ist einfach, das ganze System an sich ist gleichmäßig isoliert. So, ob das der Deckel ist, ob das die Zagen sind, man hat immer den gleichen Dämmwert. Und die Falze. Ja, ich hasse diese Falze, aber in diesem Fall haben die Falze einen großen Vorteil, weil die Falze verhindern eine Luftzirkulation, also sie minimieren es extrem. Durch das, dass die Luft, wenn ein kleiner Spalt ist, nicht durchkommt und durch das, dass die Zagen alle gleich sind, schließen die logischerweise auch alle sehr gleichmäßig, wenn sie sauber sind und sind sehr dicht damit. So entsteht wie so eine Kuppel. Ja, so eine richtige Kuppel, wo sich die warme Luft sammelt. Ja? So, und jetzt sagen alle, ha, genau, Jupp, und deswegen schimmeln die nicht. Nein, das stimmt nicht, weil bei Schimmel kommt es immer drauf an. Der meiste, der hartnäckigste Schimmel, und das ist immer der schwarze Schimmel. Ja, den kennen die meisten von euch, der schwarze Schimmel. Der schwarze Schimmel hat halt das Problem, beziehungsweise für uns ist das Problem, weil der ist
wirklich hartnäckig. Der schwarze Schimmel kann mit Kälte ab, der kann mit zu trocken mal kurzzeitig ab, der kann mit extrem Feuchtigkeit ab, der ist im Prinzip sehr zäh. Ja? So, was passiert jetzt, wenn wir unsere Beute, die steht so vor uns, und wir gehen jetzt mal bei der Sägeberger. Gehen wir mal auf die Sägeberger oder Mini Plus mal ein und dann machen wir die Holzbeuten. So, die sind sehr gleichmäßig von oben nach unten isoliert und man hat oben sehr wenige Wärmebrücken. Also wirklich extrem wenige. Ja, was ja prinzipiell sehr gut ist. So, dann, wo kondensiert das Wasser? Das Wasser kondensiert immer da. Ja, da, wo der kälteste Punkt ist. Da, wo wir unsere Lücke haben. So, und wo kondensiert es dann? Bei der Sägeberger unten. Beim Fluglochbereich, beim Bodengitterbereich, wenn der Boden offen ist. Beim geschlossenen Boden ist es ums Flugloch herum. Und jeder, der Sägeberger oder Mini Plus hat mit geschlossenem Boden, weil da sieht man es am besten, der kann man das auch bestätigen, dass man da in den Übergangszeiten, hauptsächlich in den Übergangszeiten, läuft da wirklich das Wasser fürs Flugloch raus. Ja, ist so. So, und wo schimmelt es dann? Schimmeln wird es immer. Ja? Solange man die Feuchtigkeit tot isolieren will, wird es immer schimmeln. Ob das jetzt ein Haus ist, das ihr habt, da gehe ich übrigens mal drauf ein in meinen anderen Kanal, da werde ich das mal hochziehen, das Ganze, weil da gehe ich dann auf Bauschäden, wie man was baut und. Das ist ja das Jupp in Action. Beziehungsweise mein Kollege, der GP, der fängt jetzt da auch an, aber er ist halt nur, er muss ja an die Kamera gewöhnen. Ja? Aber ich glaube, der macht es sehr gut. Ja? Aber anderes Thema. Übrigens doch, der GP, hier liegen schon ganz viele Steckdosen und sowas und Lampen und Spiegel. Für die es nicht wissen, der baut mir mein Verkaufshäuschen, mein Imker-Verkaufshäuschen, und das wird mal Deluxe. Ja? Und da bin ich mal gespannt, aber ich muss es jetzt haben und dann kann ich den Innenausbau richtig machen. Wer das Video sehen will, schaut beim GP vorbei. Ich verlinke euch das mal oben. Aber jetzt gehen wir mal da weiter. Wie gesagt, das ist immer das Gleiche. Das ist, egal was ihr habt, also schimmelt es unten. So, wieso hält sich dann so hartnäckig bei Sägeberger und allen diesen Konsorten das Gerücht, sagen wir mal so, es schimmelt in der Kiste nicht. Ganz einfach, weil man es nicht sieht. Weil man sieht es nicht. Weil kein Imker in der Regel irgendwann im Januar, Mitte Januar, alle Völker zerlegt, alle Waben zieht und da reinschaut. Aber höchstwahrscheinlich ist der Schimmel, und das werden wir dieses Jahr auch anschauen. Ich habe auch ein Stethoskop da, oder heißt es so? Ja, ihr wisst schon, das komische, die Kamera an der Stange dran. Und dann schauen wir uns das Ganze mal von unten an. Höchstwahrscheinlich wird es unten im Fluglochbereich, rund um den Fluglochbereich, aufwärts, rundherum wird es genauso schimmeln wie bei den Holzbeuten, obendrauf. So, ganz oben. So, wieso schimmelt es meistens bei den Holzbeuten oben um die Ränder? Wieso? Wieso hat man da die Feuchtigkeit? So, und dann kommt immer das Problem, dann viele sagen, ja, isolieren. Weil man das Ganze dann, wie sage ich immer, tot isolieren will. Das funktioniert aber nicht. Schaut mal eure Beuten an, die ihr richtig dick isoliert habt von oben her, wie es da oben aussieht in dem Randbereich. Schaut die Ränder an. Weil, wo ist da die Kältebrücke? Hier. Und eure Beuten haben trotzdem keine dickere Wand. Ja? Die Wand bleibt dieselbe. Wenn ihr das macht, dass ihr das isolieren wollt von oben, dann müsst ihr die Ränder von oben nach unten auch isolieren. Ja? Ihr müsst die Wände im Prinzip auch isolieren. Und dann haben wir wieder das Problem, dann sind wir wieder beim Totisolieren. Dann verschiebt man den Punkt nur dahin, an einen anderen Punkt, da wo man es unter Umständen nicht sieht. Und das, finde ich, ist ein ganz großes Problem. Bei den Bienen weniger. Die Bienen können damit umgehen. Ja, die können damit umgehen. Aber was zum Beispiel bei Häusern,
Jeder kennt es. Ach komm, mach keinen Vollwärmeschutz. Da ist der Haus, alles ist kaputt. Du brauchst Lüftungsanlagen und, weil sonst schimmelt dir alles. Ich sage euch eins, wenn das der Fall ist, dann wurde falsch gebaut. Dann ist ganz klar falsch gebaut worden. Bei Fenstern kennt man es. Ich mache mal ein paar so Beispiele, weil da könnt ihr euch vielleicht ein bisschen hineinversetzen und viele von euch werden es auch wissen, von was ich jetzt rede. Da werden die Häuser, werden die Fenster ausgetauscht. Da gibt es neue Fenster. Oh ja, komm, gibt es jetzt eine Förderung. Wir brauchen dreifach verglaste. So, dann werden die dreifach verglasten Fenster in die Scheibe gesetzt, in die Wand gesetzt. Und wo hat man dann den Schimmel? Früher hatte man das Wasser auf der Glasscheibe. Ja, das kommt man abwischen, alles war gut. So, jetzt ist aber die Scheibe besser wie die Wand. Wo schimmelt's? Wo wird's nass? Also Schimmel tut's gleich noch nicht, aber wo wird's erstmal nass? Nicht mehr an der Scheibe, sondern an den Laibungen rundherum. Und genauso könnt ihr euch das vorstellen. Euer Deckel, der da drauf liegt, ist das Fenster. So. Jetzt müsst ihr euch überlegen, wo wollt ihr die Feuchtigkeit haben? Wollt ihr die Feuchtigkeit wohin haben, wo ihr es wegbekommt? Oder wollt ihr die Feuchtigkeit wo haben, wo man es einfach nicht sieht? Ja? Aber im Prinzip das Gleiche rauskommt. Wie gesagt, die Bienen haben da eigentlich weniger ein Problem damit. Eher die Beuten, eher der Imker und eher einfach das Reinheitsgefühl vom Menschen. Ja? Dass man einfach, und schwarzer Schimmel ist wirklich nicht gut. Schwarzer Schimmel ist wirklich, weder der ist auch für die Bienen nicht gut. Nur der Vorteil, was die Bienen haben, beziehungsweise Nachteil, die leben einfach nicht lang genug, dass diese Auswirkungen auf die Bienen selbst Problem darstellen würde. Und sobald der Frühjahr kommt und die Tracht wieder beginnt und das Ganze, hat man das Problem in der Regel auch nicht, weil dann ist es so warm, die Bienen haben alles schon gereinigt, es ist alles wieder schön sauber und es beginnt von vorne. So, ich habe mir aber gesagt, ich will meine Ladies so gut wie es geht unterstützen und dann habe ich mir vor Jahren einfach was überlegt. Beziehungsweise berufsbedingt haben wir gedacht, hey, was, wenn es bei Häusern funktioniert, ja, vor allem mir in der Firma, also da wo auch der GP, das ist der Sohnemann vom Chefe, das war mal mein Lehrling, wir sind auf Altbau spezialisiert. Und was beim Altbau funktioniert, was meistens eine ganz heikle Sache ist, warum sollte es nicht da auch funktionieren? Und was habe ich mir gedacht? Ich isoliere das nicht tot, ich hole mir den Schwachpunkt dahin, wo ich ihn wegbringe. Und das habe ich am Deckel gelöst. Ja? Das habe ich am Deckel gelöst mit einer Leerzage und ihr kennt es. Meine Folie, meine Delta Fox drauf. Dann kommt eine Leerzeige oben drüber, einfach als Luftpolster und dann kommt ein Deckel drauf. Fertig. Somit, bumm, basta, reicht. So, dann gibt es die Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, weil die Delta Fox macht nichts anderes, die Folie, wenn Feuchtigkeit entsteht, puffert die das, ja, und leitet es nach außen weiter. Und somit habe ich es innen nicht mehr feucht, sondern es geht nach oben weg, oben ist es feucht, oben ist die Luft durchströmt, da kann es abtrocknen, alles ist okay. Somit habe ich in der Beute keine Schimmel mehr und keine Feuchtigkeit, keine überdimensionale Feuchtigkeit mehr. Weil jeder von euch weiß, dass die Feuchtigkeit das Gegenteil ist von dem, was man erreichen will. Viele sagen, ja, ich habe jetzt gut isoliert, dann ist es sehr warm da drin. Habt ihr euch schon mal im trockenen Zustand, im Boxershort, ja, der Matze, wer kennt nicht der Matze, letztes Jahr Video, Schneeengel in der Unterhose, der Matze weiß es, ja, ich verlinke euch den Kanal auch noch hier oben, wenn es geht, oder hier, aber normal hier, oder hier, ja, ich sehe es dann gleich beim Video, der Matze, in der Unterhose hat er sich rausgestellt, so, wenn eine trockene Luft ist und ihr seid trocken, ist die kalte Luft überhaupt kein Problem. Das Problem ist, wenn es feucht wird, wenn ihr nass seid, wenn einfach die feuchte Luft da ist. Und das ist der Grund, wieso, dass es besser ist, die Feuchte abzutransportieren und die Bienen nicht zu isolieren, dass sie im Prinzip der Raum an sich, weil die heizen den Raum sowieso nicht, das ist so verdammt minimal. Ja, das ist, sie haben eine Abwärme, aber das ist halt sehr, sehr minimal. Aber das Speichern, das Problem wäre jetzt die Abwärme, da, wenn das Isolieren was bringen sollte, müsste sich die Wärme speichern.
Ja. Und da ist halt das Problem, wo zum Beispiel, was heißt Problem? Ich hoffe, ihr könnt mir einigermaßen folgen. Wenn es heißt, im Winter ist eine Styroporbeute besser wie eine Holzbeute, weil sie wärmehaltiger ist. Ich würde sagen, nein. Aus dem Grund, Holz speichert Wärme und gibt sie wieder ab. Styropor hat der Wärmeleitwert, ist extremst gering, lässt gar keine Wärme wirklich, also keine Energieströme wirklich zu. Aus dem Grund, wenn es jetzt im Winter, wenn jetzt so ein Tag ist wie heute und die Sonne scheint, ist es in der Holzbeute wesentlich wärmer wie in der Styroporbeute. Also ein ganz einfacher Grund, weil die Sonne das aufheizt. Die Sonne heizt das auf, das macht es bei der Styroporbeute nicht. Bei der Styroporbeute hat man immer einen ganz gleichmäßigen Temperaturverlauf. Immer sehr gleichmäßig. Ja. Wenn es langsam wärmer wird, wird es drin auch langsam wärmer, aber so Spitzen, wenn jetzt mal die Sonne rausballert und voll drauf, das bemerken die Bienen bei Styroporbeuten einfach später. Das ist ganz normal, weil einfach der Wert langsamer nach oben und unten steigt. Ist man jetzt in einer Region, wo es tendenziell sehr lange, sehr gleichmäßig kalt ist, sehr kalt, ist wahrscheinlich eine Styroporbeute sogar im Vorteil. Ja? Ist sogar wirklich im Vorteil, weil einfach die Spitzen sind sowieso nicht da und es ist gleichmäßig. Ist es jetzt wie bei mir, ich bin am Hang, wir haben es zwar schon verdammt kalt, aber wir haben auch Tage drin, da ist es kalt, die Sonne scheint und da wird es in den Kisten schön warm, da wird es wirklich warm. Und ich hab festgestellt, dass der Bienensitz an solchen Tagen, wenn es da 2 Tage mal voll die Sonne drauf ballert, dass der Bienensitz sich dann verändert. Also die Bienen nutzen das dann und wechseln. Und da ist der Vorteil, weil die Sonne knallt auf die Beuten, also und das funktioniert am besten bei Holzbeuten, knallt da drauf und das Holz gibt die leichte Wärme die ganze Nacht ab. Jetzt, wenn es da 5 Tage richtig die Sonne drauf scheint, obwohl das minus 2 Grad hat, ist da drin richtig warm. Richtig warm. Sogar wärmer wie ein Styroporbeuten. Ja. Dafür, wenn es draußen längere Zeit sehr kalt ist, wird es da drin auch relativ zügig dann auch kalt. Ja, aber die Bienen können es ab. Also, ja, also ich hoffe, ihr könnt mir da ein bisschen folgen damit. Ihr könnt da ein bisschen damit arbeiten. Da, wie gesagt, mir ist es wichtig, dass ich den Punkt da hinschiebe, da wo ich ihn abtransportieren kann. Und dann kommen die Klimadeckel ins Spiel. So, dieser Klimadeckel, und ich weiß nicht, ob er es bewusst oder unbewusst gemacht hat, oder ob er es schon mal getestet hat mit Sägespäne und dann mit Hobelspäne. Wenn er sowas bauen wollt, der hier, muss ich sagen, hat mich überzeugt. Das funktioniert sehr gut sogar. Hat mich überrascht, weil ich habe wirklich angenommen, das sind Sägespäne drin. Es sind Hobelspäne drin und die funktionieren gut. Was auch verdammt gut funktioniert, das ist der Klimadeckel vom Sebastian Zülow. Das ist die Strohmatte in Holzrahmen gefasst. Und da kommen obendrauf auch keine Sägespäne. Bitte macht das nicht falsch. Keine Sägespäne. Ich habe da schon oft Bilder gekriegt, ah, ich habe einen Klimadeckel gebaut. Ja, ich habe einen Klimadeckel gebaut und ja, der schimmelt oben, ja, ohne Ende. Da liegt es meistens daran, also es waren bis jetzt eigentlich 100% der Treffer, die haben mir Bilder geschickt und da waren Sägespäne drauf. So dick die Sägespäne. Und dann sind die patschnass, die Deckel, die sind wirklich patschnass. Nehmt Hobelspäne, macht sie so dick, das reicht. Also ihr habt es ja gesehen im anderen Video, ihr braucht sie gar nicht so dick machen, die Hobelspäne. Und dann kann das Wasser auch weg. Und wenn es wirklich mal wetterlagentechnisch so ist, dass es so feucht werden sollte, dann ist auch in der Regel kein Problem, weil dann habe ich die Feuchte auch nicht in der Beute, sondern in dem Deckel, in der Sägespäne, also in der Hobelspäne. Und mein Gott, dann schmeiße ich sie weg im Frühjahr. Ja, die schmeiße ich ins Blumenbeet und dann habe ich einen Dünger auch noch. Und das ist jetzt eigentlich das Problem, was ich mit der Sägeberger habe. Die Sägeberger, bis jetzt schlägt sie sich gut, was mich ein bisschen verwundert hat. Das ist bei der Sägeberger, vor 2 Monaten war das schon so, ich hatte mehr
ja, vor 2 Monaten mehr das Problem mit Stockflecken wie jetzt. Also wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, bin ich eigentlich zufrieden. So, jetzt habe ich was überlegt. Wenn ich ja weiß, dass bei der Segeberger oder bei allgemein bei Styroporbeuten, ja, die Feuchtigkeit unten auskondensiert, unten, ja, oben nicht, oben ist wie eine Glocke, dann ist mir das so gekommen, ich werde mir das den Winter mal anschauen dann mit dem Stethoskop. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da, übrigens, der noch keins hat. Und dann werden wir uns das mal anschauen. Und ich werde dann, wenn das so ist, wie ich es jetzt vermute, werde ich einfach eine Leerzarge untersetzen. Ja, ich werde eine Leerzarge untersetzen und in dieser Leerzarge werde ich mir was überlegen, entweder so eine Art doppelter Boden oder irgendwie so, dass sich die Luft staucht da drin, dass die Luft, dass die Bienen zwar rauskommen, aber dass die Hauptluft nicht so hoch zirkulieren kann, sondern sich im unteren Bereich, da wo es kondensiert, sich fangen kann, abtropfen kann und wird durch den Wind und so wieder die Feuchtigkeit abgetragen. Dann wäre das wahrscheinlich eine ganz gute Option, wo dann sehr gut funktioniert. Ich will halt ungern, auch wenn ich weiß, das macht den Bienen eigentlich nichts. Ja, das ist anscheinend jetzt so ein Trend, dass das immer alles klinisch rein sein muss. Gut, ich darf nichts sagen, ich bin da auch so. Ich will es auch so sauber, wie es geht. Aber ich weiß, dass es nicht immer so ein Problem ist, wie manche haben. Ja, wenn da so eine Randwabe ganz leicht der Schimmel ansetzt und meistens ist es kein Schwarzschimmel, sondern der so grünlich ist es. Das ist eigentlich einer der harmlosesten, vor allem für die Bienen. Da, wenn es einmal warm ist, da, die putzen das, da ist nichts mehr dran. Das ist klinisch rein danach. Aber ich persönlich will halt, ich mag es halt ungern. Ja? Und aus dem Grund schaue ich immer, dass ich das so mache, dass ich die Feuchtigkeit von den Bienen fernhalte, dass zwar Ecken da sind, wo das Wasser kondensiert, das brauchen die Bienen sogar im Winter, da, also was heißt brauchen sie? Könnt ihr mal ausprobieren, ob sie das wirklich brauchen, weil ich weiß es nicht, also brauchen sie es? Also ich weiß, wenn man Teig auflegt, ist der Teig der kälteste Punkt und dann kondensiert das Wasser am Teig und das ist für die Bienen sogar sehr gut, weil dann erstens der Teig hat eigentlich so viel Wasser intus, dass die Bienen kein Wasser von außen brauchen. Ja, das ist auch so ein kleines Gerücht, das hält sich auch hartnäckig, das liegt wahrscheinlich irgendwie an den Teigen, die es vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren gab, aber die, wo man heutzutage kauft, da brauchen die eigentlich kein Wasser. Beziehungsweise das Kondenswasser, was da entsteht, reicht locker dicke aus, dass sie das aufnehmen. Das ist teilweise sogar ein Problem, wenn man einen Teig auflegt, schon im, ja, es kommt immer, wo man hin, also bei mir funktioniert es sehr schlecht. Wenn ich jetzt merke, meine Völker haben ein bisschen zu wenig Futter und ich lege jetzt schon Teig auf, ja, jetzt, dann ist es meistens das Problem, dass ich mehr schlecht mache wie gut bei mir, weil der Teig so viel Feuchte zieht, egal ob der isoliert ist oder nicht, ich habe da beides ausprobiert, dass der dann so feucht wird und läuft durch die Wabengassen. Also vor allem, ich musste feststellen, also die meisten Bienenvölker, also bei mir hier eigentlich alle, aber das muss man immer im Einzelfall entscheiden, die brauchen jetzt dann eigentlich fast kein Futter. Die werden jetzt theoretisch 4 Kilo drin haben, was nichts ist, ja. Die, wenn 4 Kilo Brutnest am Brutnest haben, dann reicht es locker bis Januar. Locker. Locker lässig sogar. Und wenn ich dann nach der Oxalsäure-Träufelung den Teig auflege, habe ich festgestellt, funktioniert es wesentlich besser. Wesentlich. Dann können die den Teig abnehmen und alles ist gut. Ja, aber da werde ich extra ein Video machen, mal mit dem Futter auflegen, wie das so ist, wie ich das handhabe mit dem Futter. Aber gut, prinzipiell habe ich das Gröbste ja jetzt schon verraten. Ja. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Ja, ich weiß, das war vielleicht ein bisschen viel. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich fasse nur mal ganz kurz zusammen. Kondenswasser entsteht immer da. Da, wo der kälteste Punkt ist. Ja, das ist in eurem Bad, der Spiegel, in den Auto, im Auto, die Fensterscheiben und in euren Bienenbeuten. Sehr wahrscheinlich einmal rundherum. Ja, hier. Ihr könnt da oben meinetwegen 40 cm aufisolieren,
diese Kante bleibt dieselbe Kante. Wenn ihr das ein bisschen runterschieben wollt, dann macht ihr einen Deckel, der über die Beute drüber ragt, 10 cm nach unten circa. Dann, was habt ihr dann? Dann habt ihr den Schimmel nicht mehr oben, sondern dann habt ihr den Schimmel einfach 10 cm nach unten geschoben. Beziehungsweise die Feuchtigkeit habt ihr einfach nach unten geschoben. Aus dem Grund, ja. Und wenn, dann macht ihr ganz bewusst eine Wärmebrücke. Und das mache ich ja mit meiner Folie. Die Folie ist schlechter isoliert wie der Rest der Beute. Genauso wie auch so ein Klimadeckel. Der Klimadeckel, man möchte es kaum glauben, aber dieser Klimadeckel hat eigentlich vom Dämmwert her, ist er schlechter wie Holz. Dann, Kai, da muss ich jetzt auf dich mal, muss ich mal was kurz einmal irgendwie so ein bisschen. Kai, es ist zum Beispiel auch, viele sagen, Holz nimmt da die Feuchtigkeit auf, saugt sich voll und isoliert dann noch schlechter. Prinzipiell ja, hast du recht, aber praktisch sieht es so aus, dass so ein Holz, kammergetrocknet, was wir heute kaufen, nie mehr so viel Feuchtigkeit aufnehmen, dass es sich durchnässt. Das ist höchstens die Oberfläche, so ein Millimeter von der Holzfläche, wo feucht ist. Geht man tiefer, ist es höchstwahrscheinlich knochentrocken, weil einfach durch die Trockenkammer Zellkollaps im Holz passiert. Und somit haben die Zellen gar nicht mehr so das, so wie es normal ist. Ja, so wie man glaubt, dass es ist. Oder wie man oft glaubt, dass so ein Holz einfach so die Luft durchzirkuliert. Nein, tut sie ganz sicher nicht. So ein Holz ist wesentlich besser von der Dämmung her, wie man glaubt. Ja. Also von der Nutzung. Man muss immer kalkulieren, es gibt Unterschiede zwischen Dämmung und Wärmeleitung. Ja. Und es gibt Wärmespeicher und Wärmeleitung. Diese Kombinationen, das ist wichtig. Was das andere Material einfach nicht durchlässt, hat das andere Material den Vorteil, weil es speichert. Ja. Aber grob mal. Aber da komme ich extra auf ein Video, da gibt es extra Ding. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Ja, das ist jetzt ein bisschen Schluss, am Schluss vom Video, aber ja, belohnt werden die, die dranbleiben. Heißt, wenn ihr nicht an Hobelspäne drankommt, und ihr wollt eure Decke isolieren, dann bitte kein, nehmt kein Styropor. Nehmt kein Styropor oder so. Nehmt Holzweichfaser. Holzweichfaserplatten, das ist, sind nicht so hart gepresst, sondern sind richtig weich. Sie sind ein bisschen fluffig. Nehmt ihr solche. Da braucht ihr auch keine Folie im Prinzip auflegen. Die Bienen werden euch die aber irgendwann im Frühjahr, wenn ihr es zu spät runter macht, werden sie schreddern. Ja? Außer ihr macht unten drunter so ein Gitter. Ja, so ein Gitter, dann eine Holzweichfaserplatte oben drauf und dann ist wichtig, dass die Platte oben Luft hat, dass das zirkulieren kann. Und nehmt bitte keine 20 cm, 10 cm oder so, da reicht wirklich 3 cm Weichfaserplatte. Oder ihr baut euch so einen Rahmen und macht da keine Hobelspäne rein, sondern ihr macht, ja, ich weiß nicht, wie heißen die, Steikoflex hat sowas. Googelt es mal nach, Steikoflex heißt die Isolierung. Das ist so, in die Richtung müsst ihr gehen. Fluffige Sachen. Ihr müsst nicht gut Wärme isolieren, ihr müsst schauen, dass ihr die Feuchtigkeit da fangen könnt, da wo ihr sie wollt, im Deckel und dann abtransportieren. Und dann muss es raus. Und das ist wichtig, ja. Jetzt war es aber wirklich da, aber da könnte ich, könnte man da drüber diskutieren über das Thema. Wirklich Stunden. Und jetzt, ja genau, könntest du mir Vorschläge mal bringen über mein Verkaufshäuschen. Also mein Verkaufshäuschen wird 1,50 Meter auf 1,50 Meter. Also so habe ich es zumindest mit Patrick ausgemacht. Ich hoffe, es wird auch, also sonst passt es aufs Fundament nicht drauf. Aber ich denke mal schon, dass er es so macht. Dann macht er mal ein paar Vorschläge Innendeko. Also ich will hinten, im hinteren Bereich will ich so eine große Platte machen, also Ablage, da kommt dann Flyer hin und keine Ahnung, so Labello-Zeug, Cremes, Gummibärchen und das Ganze zu. Und oben drüber hätte ich einen Schrank hingehängt mit einer Glasfront. Und da, oder ich stelle das Zeug da rein und da kommt dann der Honig rein und das, dass einfach auch frostsicher ist, das ist mir wichtig. Wenn es zu kalt wird, werde ich einen kleinen Kühlschrank wird da drin sein, weil der Kühlschrank, da kommt der Frost im Winter nicht rein, dann kann ich es da reinmachen, das
die Sachen. Und der Kasse kommt einfach zum Selbstbezahlen, inklusive so einen kleinen Barcode für Paypal. Dann will ich irgendwo auf den Seiten will ich halt so Glasvitrinen bauen. Das Ganze ist natürlich auch kameraüberwacht. Ich will auch Glasvitrinen will ich reinbauen. Da, wo ich zum Beispiel sowas hier zeige, das ist noch von der Easy B-Box. Das habe ich mir extra aufgehoben, dass man mal sieht, wie so ein Naturwabenbau von den Bienen aussieht. Will ich halt das so mit ausstellen. Und bis Ende nächstes Jahr, da will ich, ich will auch so einen kleinen Monitor reinhaben und so kleine Knöpfchen. Und da will ich dann auch zum Beispiel Blütenhonig oder Frühtrachthonig, so einen kleinen Knopf, wo ich dann den Leuten, wenn man drauf drückt, erkläre, was ist Frühtracht, dann Spättracht, Waldhonig, keine Ahnung, ihr wisst es ja, Propolis oder so, einfach allgemein über die Bienen, wo so ein kleines Video dann läuft, so ein bisschen Entertainment, ja. Dann will ich natürlich Leuchtreklame kommt rein, ins Fenster, das habe ich vom Bienenruck, da wo Honig leuchtet und alle 5 Sekunden vom Imker blinkt, ja, das will ich reinmachen, weil man muss ein bisschen so auf sich aufmerksam machen. Ich habe ganz viele Ideen. Beleuchtung natürlich mit Bewegungsmelder. Wenn jemand reingeht, geht das Licht an. Ich wollte erst einen Schrank bauen, aber dann ist man gekommen, ja, wenn es dann regnet und das Wetter schlecht ist und so. Und aus dem Grund will ich so ein kleines Hütchen bauen im Prinzip. Da kann man reingehen, ja. Der Patrick hat da super Idee gehabt für die Tür, weil ich will eine Tür haben, die ich dann ganz spät nachts oder wenn es wirklich stürmt, wenn es wirklich absolutes Mistwetter ist, wo ich das Häuschen auch zumachen kann, wenn ich in Urlaub fahre oder so, wenn gar keiner da ist. Da kommt keine normale Tür rein, sondern so wie es in Einkaufszentren, wie man es oft sieht, in den Läden, so ein Rolltor, so ein Rollo kommt da dran, elektrisch. Ja, was will ich noch? Also wenn ihr Ideen habt, haut es raus, weil ich brauche das Häuschen noch. Der Patrick braucht noch seine, ich hoffe, dass er es bald voll hat, seine 100 Abos. Ich glaube, da fehlen noch, ich glaube, 6 oder 7 oder irgendwie sowas. Und dann bin ich gespannt, weil ich freue mich schon richtig auf mein Häuschen. Und dann wird ausgebaut. Ja. Spiegel kommt auch rein für die Kamera, ja, dass ich keine toten Winkel drin habe. Eine Glocke kommt rein, eine Glocke mit Gegensprechanlage. Dann was kommt noch? Was hätte ich noch vor? Ja, so Brotzeitbrettchen, die ich selbst lasere oder gravier, Schilder, die ich fräse, kleiner Zettel natürlich, wo man dann Anregungen reinschreiben kann oder Bestellungen, wenn jemand sagt, du, ich brauche jetzt nicht da deine 30 Gläser oder 10 Gläser, ich brauche 40 Kilo, kann man das dann aufschreiben oder man klingelt mit Gegensprechanlage und muss man schauen, wie ich es mache. Mir wäre am coolsten wäre eine Gegensprechanlage, die mich dann am Handy anruft, dass wenn jemand wirklich klingelt, dass er mich ja wirklich immer erreicht. Ja, also es soll ein bisschen, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, dann, wenn es fertig ist. Das ist auch so ein kleines Projekt von mir. Ja, ich werde vielleicht sogar eine Waage einbauen. Also, so wie ich jetzt mein Honeypie-System, werde ich eine Waage einbauen, dass das Regal doppelter Boden ist im Prinzip, dass ich sofort sehe, dass ich einen Alarm kriege. Also ich nutze wirklich das Honeypie-System, so wie ich normalerweise einen Alarm bekomme, als Schwarmalarm. Ja, wenn ein Gewicht unter einem gewissen Punkt fällt, dass man dann eine Nachricht schickt. So will ich da haben, wenn auch die Gläser, wenn weniger sind, dass ich dann eine Nachricht kriege, so, hey, Kollege, auffüllen. Ja. Ich will sogar, ich werde sogar, also, weil ich glaube nicht, dass ich überhaupt diesen Honig in der Menge herbekomme, das fürs ganze Jahr reicht. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch mit Imker aus der Gegend, die ich natürlich gut kenne und so, da werde ich wahrscheinlich, da können die auch ihren Honig mit separat, wenn wir so Fächern machen, einstellen, wo man so ein kleines Bild dazu tut, wo kommt der Honig her, wo oder von dem Bienenstand. Das mal halt einfach ein bisschen die Leute, die sollen das auch mal ein bisschen wissen. Boah, und jetzt höre ich auf, weil sonst dauert das Video wieder Blockbuster. Das ist eh schon lecker, mir wieder. Das werden. Uiuiui. Ja, dann haut's rein, bleibt's gesund. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es gefallen hat. Wenn nicht, Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare immer, was brennt, was euch interessiert. Das ist für mich nämlich auch wichtig. Ihr helft mir dadurch. Wenn ihr mir ein bisschen einen Gefallen tun wollt oder auch im Patrick,
dann schaut mal auf seinem Kanal vorbei. Ich verlinke euch nochmal da oben. Lasst ihm ein Abo da, der freut sich riesig. Ja, er ist noch sehr unerfahren in YouTube und mit der Kamera. Ja, das war ich auch. Ich bin eigentlich ein Kamerahasser. Ich war immer der Meinung, das Ding klaut mir die Seele. Aber mittlerweile, ich glaube, es läuft. Ich bin immer ganz so schüchtern, weil ich bin eigentlich sehr schüchtern. Ja, okay, ich versuche, was wird. Nee, der Patrick, der freut sich wie Sau und der zeigt euch dann auch, genauso wie ich. Ich werde das vielleicht ein bisschen mit ihm absprechen dann. Dann werden wir uns ein bisschen ergänzen, wie man irgendwas baut. Ja, Carports, Vordächer, Gartenhäuschen, ganze Häuser, wie man es isoliert, wie man den Trockenausbau gestaltet, auf was man achten muss. Das Ganze drumherum, wie gesagt, wir sind in der Firma, wir sind auf Altbau spezialisiert. Wir machen nicht aus alt einfach Abriss und neu, sondern wir machen aus alt wieder schick, modern und zeitgemäß, ohne dass wir alles wegreißen. Ja. Und manchmal muss es sein, aber in der Regel kriegen wir es immer hin, dass wir mit den Materialien, die wir zur Verfügung haben, die so aufbauen, dass die Häuser danach sogar besser sind wie Neubauten. Eigentlich fast immer. Ja. Ohne, dass die Bude wegschimmelt. Ja. Das ist nämlich ein ganz großes Problem, aber das habe ich schon gesehen, das ist nicht nur bei der Imker, das ist immer so. Das ist, ja, jetzt aber wirklich. Tschüss, wir sehen uns. Haut's rein, bleibt gesund.